Hallo und herzlich willkommen zum vierten Teil meiner Websprachen-Tutorial-Reihe. Seit ich den letzten Teil gedreht habe, ist ungefähr ein Jahr vergangen. Das ist natürlich nicht gerade so toll. Ich habe jetzt auch vollkommen vergessen, was ich in den letzten Videos erklärt habe. Ich habe mir das zwar nochmal angeschaut, aber naja, also ich bin wieder durch ein paar Kommentare darauf aufmerksam geworden, dass ich dieses Programm vollkommen vergessen habe und ja, es geht jetzt weiter. Und zwar nochmal eine kleine Ergänzung zum letzten Teil. Dort habe ich nämlich nicht gezeigt, wie man Rahmen macht, also Border. Zunächst mal, um den Befehl zu veranschaulichen, mache ich jetzt erstmal einen extrem hässlichen und fetten Rahmen, damit man mal sieht, wie es funktioniert. Und zwar um unser Content-Div. Genau, der Befehl lautet Border-Doppelpunkt und dann erstmal die Dicke. Ich sage jetzt einfach mal 10 Pixel, das ist natürlich viel zu viel. Und dann Solid, das heißt durchgezogen. Man kann auch irgendwie Dotted einen Rahmen mit Punkten machen und solche Sachen. Nutze ich aber eigentlich nie. Solid braucht man in den meisten Fällen. Und dann kann man entweder eine Farbe oder direkt, entweder einen Farbcode oder direkt eine Farbe hier reintippen. Also solche Farbcodes wie hier, die wir schon mal Background Color hatten, gehen sehr gut. Oder in diesem Fall sage ich jetzt einfach Red. Die wichtigsten Farben sind in CSS schon drin, da, wenn man nur den Namen der Farbe eingibt. Das speichern wir mal, schauen wir uns an und es ist extrem hässlich. Genau, den werden wir auch gleich wieder rausschmeißen und wir werden einen etwas dezenteren Rahmen machen, der auch irgendwie nach was aussieht. Beziehungsweise den wird man fast gar nicht sehen, aber ich mache mal hier einen rein, der Vollständigkeit halber. Und zwar unser Wrapper-Div. Zur Erinnerung, das Div, das war das Div, in dem alles drin ist. Also ich, wenn ich hier mal die Developer-Tools aufmache, hier alles, was nicht orange ist, gehört zu unserem Wrapper-Div. Oder beziehungsweise, ja, der Bereich da drin, halt der Hauptteil hier. Und da machen wir mal einen kleinen schwarzen Rahmen drum, wird man kaum sehen, aber vielleicht ein nettes Detail. Also, hier sagen wir auch wieder das gleiche Spiel, Border. Ein Pixel, also in der Regel sollte man vielleicht zumindest, ich mache so nie mehr so als 2-3 Pixel breite Rahmen haben. Und dann Solid, durchgezogen und Black. So, das speichern wir, das schauen wir uns mal direkt an. Und man sieht es ein ganz klein bisschen, wenn ich hier vielleicht mal ranzoome, sieht man hier oben, dass da ein schwarzer Rahmen. Das fällt jetzt nicht so auf, ist vielleicht ein ganz nettes Detail. Ja. Dann als nächstes werden wir noch einen kleinen Footer hinzufügen. Also Footer, was ist das? Ich gehe mal einfach mal hier auf meine Seite, mein Blog. Das ist sowas hier unten. Also so ein Fußbereich, wo irgendwie bei YouTube gibt es ja auch oder bei fast allen Seiten irgendwie Impressum ist oder solche rechtliche Sachen, Kontakt oder vielleicht ein Copyright. Je nachdem, wie es halt ist, so ein Footer werden wir jetzt halt hinzufügen. Genau, und es ist so, wir könnten jetzt natürlich ein stinknormales Div hier hinten dran knallen. Also das hier ist unser Wrapper-Div und das kommt auch noch in den Wrapper rein, der Footer. Ein stinknormales Div. Und dann vergeben wir vielleicht noch eine ID, damit wir dann im Style-Sheet das irgendwie ändern können. Aber nee, es kommt heute anders. Und zwar genau wie Header, das ist im HTML5 ein Tag, den man stattdessen nehmen kann, statt irgendwie ein Div oder Nav, gibt es auch hier ein Footer-Element. Genau, funktioniert eigentlich im Prinzip genauso wie ein Div. Selbiges trifft übrigens auch auf den Header und Nav und so weiter, da gibt es noch mehr von zu. Ich nehme jetzt hier nicht einfach Div, sondern Footer, weil ich das dann einfach im Quellcode schöner liest. Also das heißt, jemand, der den Code nicht kennt oder wenn ich jetzt in einem Jahr die Webseite plötzlich verändere und ich nicht mal genau weiß, wie der Code damals war, dann weiß ich sofort hierin, das ist wohl der Footer. Also ist ganz nett. Genau, was wir jetzt nur da rein machen ist, keine Ahnung, mal gucken hier, wir machen einfach nochmal einen Paragraph, also einen Text. Was schreiben wir da rein? Wir machen einfach mal einen Link. Impressum. Machen den Tag wieder zu. Ja, und das war eine schöne Überleitung. Also wie Links funktionieren, habe ich ja hier letztes Mal kurz gezeigt. Ich mache jetzt einfach mal einen Link, der nicht funktioniert. Einfach hier so einen leeren Link. Denn was ich heute mit euch machen will, ist nach dieser Geschichte hier die Links, die wir hier auf der Seite haben. Also diese Geschichte hier, dass die auch funktionieren, also mehr Seiten machen. Also wir haben jetzt hier nur die Startseite und wir wollen dann einfach noch mehr Seiten haben.
ist das, was wir heute machen werden. Aber als erstes machen wir jetzt unseren Footer, schauen wir mal, wie das aussieht. Ja, zweckmäßig, aber nicht so doll. Wir können das vielleicht noch ein bisschen verändern. Kann man einfach ein bisschen rumspielen. Genau, und zwar machen wir jetzt hier in unserem Style Sheet auch noch eine Rubrik für den Footer auf. Und dann sagen erstmal Text Align. Übrigens, diese Box, das hat auch jemand in den Kommentaren gefragt, die mache ich mit Steuerung Leertaste los. Also, wenn ich hier jetzt irgendwie einen Befehl habe und ich tippe die ersten drei Buchstaben, Text, und das gibt's noch. Und dann kann ich mir auch mit den Pfeiltasten auswählen und dann mit der Tab-Taste das dann hinzufügen. Text Align und da gibt's dann Center. Genau, schauen wir uns nochmal an. Das kennen wir ja, den Befehl, der ist ja nicht neu. Und dann rutscht das Ganze schon mal in die Mitte und das sieht schon mal besser aus. Was wir jetzt einfach nochmal probieren können, ist da einfach mal einen Border Top zu weisen. Weil man kann nicht nur einfach sagen, Border ein Pixel Solid Black. Das ist ja dann ein Rahmen für alle vier Seiten. Man kann auch einfach sagen, Border Top ein Pixel Solid Black. Habe ich auch noch nicht gemacht in der Vorbereitung. Schauen wir uns einfach mal an, wie das aussieht. Wenn es nicht gefällt, nehmen wir es wieder weg. Ja, ist ein bisschen viel, ne? Also die Abstände sind zu groß. Also ich hätte den Rahmen gerne weiter unten und den Text vielleicht auch näher am Boden dran. Genau, wie verringere ich jetzt diesen Abstand? Also ich muss jetzt erstmal wissen, wo kommt dieser Abstand überhaupt her? Genau, und das mache ich so, dass ich in das einfach rechtsklicke und in Chrome, das gibt es aber eigentlich für alle modernen Browser, dann in die Developer Tools gehe, auf Element untersuchen. Genau, und dann wähle ich mir hier, schaue mir das mal an. Also, das wird auch schön eingefärbt. Margin Padding hatte ich ja alles erklärt. Das Margin hier, das ist rot. Und dann schauen wir uns die Elemente an. Ja, der Footer, das ist also der Footer. Mhm. Und der Ende da unten, das stellen wir fest. Und wenn wir jetzt mal das P-Element anklicken, dann sehen wir, dass hier ein fettes Margin ist. Über und unter dem Impressum. Und das wollen wir ja eigentlich nicht. Also das sehen wir auch hier unten nochmal, dass hier 16 Pixel Margin sind. Und die schmeißen wir jetzt einfach raus und dann wird dieser Abstand nicht mehr so groß sein. Genau, und zwar dieses Margin, das betraf im Element Footer dann den Paragraph, das P. Also sagen wir jetzt einfach Footer, nicht irgendwie Footer, sondern Footer, Leerzeichen P. Das bedeutet, habe ich das schon erklärt? Ja, habe ich hier schon erklärt, dass in unserem Footer-Element, in unserem Footer-Tag, die Paragraph-Elemente, also diese Zeile betrifft alle Paragraph-Elemente, die in dem Footer drin sind. Also der, den hier betrifft es, weil er in Footer drin ist, den aber nicht, weil er nicht in Footer drin ist. Das ist eigentlich klar. Und ja, dann sage ich jetzt einfach Margin Doppelpunkt 0. Ich müsste normalerweise, wenn ich irgendwie 1 haben sagen würde, dann würde ich ein Pixel sagen müssen oder meinetwegen ein Point ist noch eine Einheit, die funktioniert, was weiß ich. Aber bei 0 ist ja die Einheit egal, ob es jetzt 0 Pixel, 0 Zoll, 0 Inch oder 0 was auch immer sind. Deswegen kann ich ja einfach 0 ohne Einheit hinschreiben. Habe ich vielleicht auch schon mal erzählt, ist aber auch egal. Genau, das schauen wir uns mal an. Habe ich gespeichert? Ja, ich habe gespeichert. Neu laden, aha, schauen wir uns das nochmal an hier. Das Margin ist offensichtlich nicht verschwunden. Und jetzt lernen wir, wie man solche Fehler behebt. Beziehungsweise, ich habe jetzt das Video nochmal kurz angehalten, ich finde den Fehler auf die Schnelle nicht. Das macht nichts, wir brauchen das Paragraph-Element hier eigentlich nicht unbedingt. Ist zwar nicht die schönste Art, aber wir schmeißen das jetzt einfach hier raus. Weil es ist keine schöne Lösung und auch nicht irgendwie vorbildhaft und auch eigentlich nicht so schön für ein Tutorial, aber geht halt auch, ne? Unser Impressum ist ja immer noch in einem Anchor drin. So. Genau.
Dann können wir dem Footer vielleicht noch ein bisschen Padding verschaffen. Genau, im Style Sheet. Sagen wir mal 2 Pixel. Einfach so Bauchgefühl. Wie viel Pixel man da letztendlich nimmt, das muss man dann einfach ausprobieren. Ja, das sieht auch schon ganz gut aus. Genau. Nochmal zur Erinnerung, was war Margin, was war Padding? Genau, Margin war, wenn wir ein Element haben, Margin, ich nehme jetzt mal beispielsweise das Content oder meinetwegen den Wrapper. Das ist hier der gelbe Bereich, also der außerhalb des Elementes Abstand gehalten werden soll. Genau, Padding war, wenn ich jetzt hier nochmal auf den Footer gehe, das ist der grüne Bereich, das ist einfach in dem Element drin noch ein Abstand bis zum Inhalt da drin. Also der innere Abstand des Textes vom Rand des Elementes, das das Padding hat. Genau, Border macht auch noch einen Pixel aus, sieht man hier schön in dieser netten Übersicht da unten. Und ja, gut, ja, dann lassen wir das erstmal so. Dieser Strich sieht jetzt zwar nicht so unglaublich toll aus, aber wir wollen jetzt hier kein schönes Layout erstellen, sondern wir wollen einfach nur mal hier was Zweckmäßiges machen. Beziehungsweise eine Sache können wir noch machen, und zwar, ich will grundsätzlich nicht, dass links auf dieser Seite so ein unterstrichen sind, also einen Strich drunter haben. Das sieht irgendwie hier altmodisch aus. Dann können wir das auch nochmal grundsätzlich ausschalten. Also wir sagen einfach. Ah, jetzt weiß ich auch, warum das eben nicht funktioniert hat mit Footer P. Ich hatte eine falsche Klammer gemacht. Ich hatte hier anstatt eine geschweifte Klammer eine eckige Klammer. Und da war der Text auch schwarz. Das war merkwürdig. Ja, dann können wir das P da wieder reinmachen. Das gehört da eigentlich auch hin. Also Text sollte eigentlich immer an einem P-Element oder an einem H1 oder H2, wie auch immer, Element drin sein. Also ein Titel. Genau, dann sagen wir jetzt Footer P, Margin 0. Mit einem Doppelpunkt. Genau, und dann sagen wir jetzt noch A, also für alle Anchor-Elemente, also A steht ja für Anchor, also diese A-Tags, in denen die Links drin sind, sagen wir jetzt einfach Text Decoration. Decoration, Doppelpunkt, None. Also keine Textdekoration. Textdekoration ist sowas wie unterstrichen oder kursiv oder was auch immer. Und dann ist das hier weg. Mir gefällt die Schriftart hier unten irgendwie nicht so für den Link da unten. Wir sagen jetzt einfach, das können wir sogar mal grundsätzlich ausprobieren. Also ich gehe jetzt hier in den Bodytag rein. Der Bodytag, der gilt ja für alles. Und da sagen wir jetzt einfach mal, legen wir eine andere Schriftart fest. Das habe ich auch, glaube ich, noch nicht gezeigt. Das geht mit dem Befehl Font Family. Und kleiner Tipp von mir, eine relativ unbekannte Schriftart, die aber auch ziemlich nett aussieht, ist Tahoma für Webseiten. Kann man sich mal merken. Und hier könnte man jetzt auch noch 10 andere Schriftarten geben. Also meinetwegen dann Komma, Arial, Komma, was gibt es noch irgendwie? Ist egal. Das sollte man tatsächlich dann auch machen. Und zwar, das sind Schriftarten, wenn die Schriftart Tahoma auf dem Computer, auf dem wir uns die Webseite anschauen, nicht installiert ist, dann soll er stattdessen Arial nehmen und so weiter. Also sollte man im Idealfall dann noch eine Standardschriftart, die eigentlich so gut wie jeder hat, die jeder kennt, die jeder nutzt, einfach noch dahinter knallen, wenn es die Schriftart nicht gibt. Die der Schriftart Tahoma oder der Schriftart, die man dann halt an erster Stelle stehen hat, möglichst ähnlich sieht. Genau, das speichern wir und dann schauen wir uns das mal an. Ich finde die Schriftart schöner. Jetzt ist ja der Text in der Navigation ein bisschen größer geworden, aber das kann man ja auch noch anpassen. Und genau, sagen wir einfach NAVA. Font Size ist der Befehl und da können wir, wollen wir irgendwie so Standard Word Einheits Schriftgrößen haben, dann können wir so sowas sagen wie 12 PT. PT ist die Einheit, die so für Textgrößen gebräuchlich ist. Also wenn es in Word oder was weiß ich heißt, Schriftgröße 14, dann ist das immer PT. Wir können aber auch Schriftgröße in Pixeln angeben.
Und zwar zur Orientierung, unser Navigationsding ist 30 Pixel hoch. Also sagen wir jetzt einfach mal 20 Pixel soll unsere Schrift groß sein. Speichern. Ne, da habe ich mich wohl irgendwie vertan. Sagen wir einfach mal hier 10 Pixel soll die Font, die Schrift groß sein. Das ist ein bisschen klein. 15. Jo, das haut hin. Das war der Hund. Ja. Okay, dann haben wir jetzt die Designgeschichten für dieses Video abgehakt. Jetzt wollen wir tatsächlich mal ein paar mehr Seiten hinzufügen. Wir haben jetzt nur diese lahme Startseite und wir wollen jetzt ein paar mehr Unterseiten hinzufügen. Genau, da schauen wir uns nochmal unsere Ordnerstruktur an. Wir haben ja jetzt im Prinzip hier unseren Style-Ordner und dann hier unsere eine HTML-Seite. Was ich jetzt einfach mal mache, ist den ganzen Kram kopieren und einfügen. Und dann machen wir jetzt eine neue Seite, die heißt Kontakt.html. Habe ich sicherlich auch im ersten Video erklärt, man kann ein .html sagen, .htm ist auch in Ordnung. Ja, genau. Dann ziehe ich mir mal diese Datei in unseren Editor. Und weil ich die kopiert habe, ist der ganze Krams hier drin. Also alles, was unserem Content ist, den schmeiße ich raus, weil da wollen wir einen anderen Inhalt auf diese Seite packen. Also einfach Kontakt. Und hier kommt dann noch ein Text hin. Ihr könnt ihr mit mir Kontakt aufnehmen. Genau, die Seite können wir jetzt einfach mal öffnen und anschauen. Ja, hier ist ein anderer Inhalt. Was uns zu denken geben sollte, ist, dass wir jetzt den ganzen Krams, der immer gleich aussehen soll, also das hier und das hier, also das hier, weil sich ja, wenn ich viele Seiten habe, sich nur der Inhalt ändert, immer komplett kopieren müssen. Also wenn ich dann irgendwie 30 Unterseiten habe und dann eventuell am Design etwas ändern will, also ich muss hier irgendwie im Header noch irgendwie einen Text reinmachen oder sowas. Dann habe ich ein echtes Problem, weil dann muss ich das in 30 Seiten geändern, ne? Weil es gibt ja dann hier 30 Dateien, die immer kopiert worden sind und da muss ich jeweils immer hier, wenn ich jetzt einen Text reinmachen will, im Kontakt den Text hinzufügen, irgendwie was. Na komm, slash A1. Und dann müsste ich das Ganze auch noch in der Index.php machen. Da werden wir auch im Laufe dieser Reihe noch eine Lösung für finden, und zwar eine schöne, einfache. Aber fürs Erste lassen wir das einfach mal so. Wir nehmen einfach nur zur Kenntnis, dass das so nicht ideal ist. Genau. Dann wollen wir jetzt erstmal hier oben anstatt einen Dummy-Link den Krams ordentlich verlinken. Da gehen wir nochmal in unsere Startseite rein. Und anstatt den Dummy-Link sagen wir einfach Kontakt. Genau, jetzt heißt es, wie verlinke ich eine Seite? Das funktioniert über die Ordnerstruktur. Ist übrigens genau das gleiche wie mit den Hintergrundbildern. Da müssen wir hier in URL irgendwas reinschreiben. Und das ist jetzt genau das gleiche. Also das ist genau dasselbe Prinzip, wie ich jetzt auch hier etwas hineinschreibe. Und zwar, ich schaue mir die Ordnerstruktur an. Jetzt ist es einfach, da die Kontaktseite in derselben Seite wie die Index, in demselben Ordner wie die Indexdatei liegt. Da können wir dann einfach direkt hier reinschreiben, Kontakt. Wo ist es? Kontakt.html. Genau, wir dürfen die Dateiendung nicht vergessen. .html, ne? Weil hier im Windows Explorer sind die Dateiendungen standardmäßig ausgeblendet. Also wenn ich jetzt mal hier in die Ordneroption gehe, war das glaube ich. Und dann unter Ansicht, dann suche ich mal hier nach Dateiendung. Irgendwo muss das hier sein. Genau, hier ist das. Dieser Haken. Erweiterung bei bekannten Dateitypen ausblenden, der ist standardmäßig aktiviert. Ich kann es noch mal anmachen und dann sieht man die Dateiendung von unserer Datei nicht. Im Windows. Das ist halt so und ich habe diesen Haken einfach mal rausgenommen. Und
Das solltet ihr auch machen, weil sonst in diesen Links hier, da müsst ihr auch immer, hochhole ich jetzt, hier. In diesen Links müsst ihr auch immer die Dateiendung mit angeben. Genau, dann blenden wir die jetzt einfach mal hier wieder ein, indem ich diesen Haken rausnehme. Und jetzt sieht man, hier sind die Dateiendungen wieder da. Und wenn ich jetzt irgendwie eine Datei verlinke, dann muss ich auch immer die Endung mit angeben. Wäre es jetzt so, dass ich jetzt hier einen Ordner habe, irgendwie noch bla, und dort wäre meine Seite drin. Dann müsste ich hier, das ändern. Dann müsste ich sagen, bla. Slash Kontakt. Na komm, wo ist der Slash? Da. Kontakt.html. Weil von der Indexseite, wir sind ja jetzt hier in der Indexseite drin, muss man erst in den Ordner bla reingehen und dort ist dann die Seite Kontakt.html. Ich hole die da mal wieder raus. Genau, wäre es jetzt so, dass nehmen wir mal an, der Ordner bla, der wäre noch da. Nehmen wir mal an, der Ordner bla, der wäre noch da. Welche und diese Datei Kontakt.html würde jetzt im Ordner bla liegen und die will die Seite index.html verlinken. Dann müsste ich jetzt sagen, Punkt, Punkt, Slash, das heißt, gehe einen Ordner aufwärts und dort liegt dann die index.html. Das ist ein bisschen kompliziert, es gibt noch einen bequemeren Trick. Also ich mache vielleicht den Ordner nochmal hin zur Illustration. Ordner. Bla, ja, oder bei, wie auch immer. Da ist jetzt unsere Seite drin. Wenn ich jetzt eine Website habe, also www.irgendwas.de, und ich möchte jetzt, dass er dann in den Ordner von diesem obersten Verzeichnis, dann in den Ordner meinetwegen Ball reingeht, kann ich das auch so notieren, ne? Also, Moment, ich gehe nochmal in die Index-Seite. Dann könnte ich auch hier noch ein Slash vormachen und dann Ball und dann Slash und dann Kontakt.html. Das heißt, du sollst immer von dem obersten Stammverzeichnis, was unter www.irgendwas.de angegeben ist, in den Ordner ausgehen und dann gehst du in den Ordner Ball und dann gehst du in den Ordner Kontakt. Das ist ganz praktisch. Ich glaube, das habt ihr jetzt auch noch nicht verstanden, aber das ist jetzt auch nicht so wichtig. Das werden wir sicherlich nochmal haben. Genau, aber wir lachen es jetzt ganz einfach. Wir schmeißen den ganzen Krams hier nochmal raus und packen jetzt unsere Kontakt.html in denselben Ordner wie unsere Index.html. So. Genau, jetzt haben wir das verlinkt in der Index-Seite. Das können wir auch nochmal speichern hier. Und jetzt schauen wir uns das mal an. Wir gehen nochmal hier auf die Startseite, laden die mal neu. Und jetzt steht hier Kontakt. Und da kann ich draufklicken und dann lande ich hier bei Kontakt. Jetzt steht hier aber immer noch Dummy-Link, ne? Also das hat sich nur auf der Startseite geändert. Das liegt daran, habe ich ja eben schon mal erklärt, dass hier jetzt in der Kontaktdatei immer noch der Dummy-Link drin steht. Also ich muss diesen ganzen Krams kopieren. Und auch in dieser Datei einfügen. Das ist ja ein bisschen blöd, weil man irgendwie mal später, wenn man schon 30 Seiten hat und noch einen neuen Link hinzufügen will, dann müsste man bei 30 Seiten dann den neuen Link hinzufügen. Das ist nicht gut, da gibt es später eine Lösung in einem anderen Video und ja. Gut, und jetzt als allerletztes kommt jetzt noch was Neues, und zwar in HTML. Und zwar, ich zeige euch mal, wie man Formulare macht. Also Formulare, was sind Formulare? Das sind Textfelder und Buttons und so weiter. Also wir wollen jetzt so ein einfaches Kontaktformular machen, wo man einfach seine E-Mail einträgt und vielleicht eine Nachricht und dann gibt es einen Sendenknopf und dann passiert erstmal nichts. Wir wollen nur, wie das dann später funktioniert, das werden wir dann später machen. Wir wollen einfach nur das darstellen. Das ist ja die Aufgabe von HTML, der soll irgendwas darstellen. Genau, also dafür gibt es den Form-Tag, der muss alles drumrum sein.
Der hat auch noch ein paar Attribute, aber um die kümmern wir uns dann in einem anderen Video. Und jetzt mache ich meinetwegen Label. Dort steht jetzt drin Name, Doppelpunkt. Wie das gleich aussieht, das schauen wir uns gleich an. Und dahinter kommt jetzt ein Input. Und zwar, hier muss man Type angeben, gleich Text. Also wir wollen ein Textfeld. Es gibt nämlich noch mehr und Input-Typen. Und dann kommt jetzt hier noch ein Input-Type gleich Submit. So, das schauen wir uns mal an, wie das aussieht. Jetzt haben wir unser Name, Doppelpunkt, dann unser Textfeld und dort ist unser toller Senden-Knopf. Da passiert jetzt nichts, wenn man da draufklickt, da haben wir auch noch nichts programmiert für. Das machen wir auch wann anders, auf jeden Fall, so sieht das aus. Was ich jetzt noch will, ist ein großes Textfeld, in dem man eine Nachricht reinmachen kann. Und das funktioniert, hier gibt es jetzt ausnahmsweise keinen Input Type gleich Text Area, das hat historische Gründe, sondern man schreibt einfach direkt hier Text Area. Ist halt ein bisschen unsystematisch, dass jetzt plötzlich hier kein Input-Type gleich irgendwas ist, sondern die Text-Area ihren eigenen Tag hat, aber das hat wie gesagt historische Gründe, so hat sich HTML entwickelt. Und das nehmen wir jetzt einfach mal nur so zur Kenntnis und klicken mal hier auf das. Genau, das sieht jetzt noch ein bisschen blöd aus. Wir können jetzt hier hinter unser Input einfach nochmal hier einen Break setzen, habe ich das schon erzählt. Also das ist so ein Tag. Der bedeutet einfach nur neue Zeile. Genau, und dann rutscht das hier in die nächste Zeile und wir können das ja vielleicht auch nochmal hier vor dem Button machen. So, das sieht auch schon mal nach was aus. Wie man das dann genau auswertet, das kommt dann in einem der nächsten Videos. Und ja, das war's dann fürs Erste. Und dann sehen wir uns demnächst hoffentlich mal wieder ein bisschen häufiger. Und bis dahin, tschüss.